Ein herzliches Moin von hier vom neuen Standort der Sparkasse Bremen im Technologiepark. Eigentlich wollten die Sparkasse und die Handwerkskammer Bremen mit Ihnen hier das traditionelle Mahl des Handwerks feiern. Aber auch das geht natürlich in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht. Trotzdem sollen aber die Preise im Wettbewerb Innovatives Handwerk 2020 vergeben werden. Und ich freue mich, Ihnen auch in diesem Jahr die Gewinnerinnen und Gewinner zu präsentieren. Vorher gebe ich das Wort aber gerne weiter an Ihren Gastgeber, an das neue Mitglied im Vorstand der Sparkasse Bremen, Klaus Windhäuser. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Moin. Mein Name ist Klaus Windhäuser. Seit April bin ich Vorstand in der Sparkasse Bremen und zuständig unter anderem für das Firmenkundengeschäft. Das Handwerk ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, fast 5000 Handwerksbetriebe und fast 140 Ausbildungsberufe, die das Handwerk hat. Insofern haben wir eine ganz breite Bandbreite und damit auch eine ganz unterschiedliche Betroffenheit im Moment in Corona. Angefangen beim Event- und Messebau mit einer sehr starken Betroffenheit bis hin zu einer Sonderkonjunktur mit allen bauähnlichen Leistungen. Andere Herausforderungen, die das Handwerk im Moment hat, was wir von unseren Kunden hören, ist Generationswechsel, Nachfolgethemen. Da sind wir mit der Handwerkskammer auch schon im Gespräch, wie wir mit unseren Netzwerken weiterhelfen können. Aber sicherlich auch Chancen. Sie können Ihre Finanzbuchhaltung optimieren mit digitalen Möglichkeiten, automatische Rechnungsstellung bis hin zu Bezahlmethoden, wo wir dann auch gerne mit Ihnen im Gespräch sind. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei der Preisverleihung. Dankeschön an Sparkassenvorstand Klaus Windhäuser. Und wer in Bremen im Handwerk arbeitet, der kennt dieses Gebäude hier hinter mir, die Handwerkskammer in Bremen. Von hier nun Präses Thomas Kurzke. Liebe Handwerker und Handwerkerinnen in Bremen und Bremerhaven, liebe Freunde des Bremer Handwerks, auch wenn die Zeiten in diesem Jahr etwas Außergewöhnliches sind, das 54. Mal des Handwerks findet natürlich auch in diesem Jahr statt. Wenn auch ohne Mahl. Die Vielfältigkeit unserer Handwerksberufe, ihre regionale Bodenständigkeit sind gerade in diesen besonderen Zeiten für uns so wertvoll. Die Sparkasse in Bremen und die Handwerkskammer in Bremen und Bremerhaven danken allen Handwerkern, dass sie in diesem Jahr durch ihre Arbeit für ein Stückchen Normalität in diesem Land beigetragen haben. Nah bei unserem Kunden, das ist unsere Stärke, auch wenn gerade die Nähe in diesem Jahr so schwierig war. Sie, liebe Handwerker, haben es trotzdem geschafft. Einige besondere Unternehmen möchten wir nun heute auszeichnen. Freuen wir uns auf besondere Menschen und ihre Geschichten im Handwerk in Bremen und Bremerhaven. Und nun wird es Zeit für unsere erste Preisverleihung. Wir starten in der Kategorie Technologie und Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Und das hier ist der Betrieb, der in dieser Kategorie gewonnen hat. Ja, und hier die Begründung der Jury. Die Firmeninhaberin hat 1996 als erste Frau Norddeutschlands die Meisterprüfung in ihrem Beruf der Kälteanlagenbauerin geschafft. Diesen scheinbaren Konflikt in diesem Beruf, nämlich auf der einen Seite Klimaanlagen zu errichten und auf der anderen Seite dem Umweltschutz gerecht zu werden, dieser Herausforderung stellt sie sich alltäglich, was konkret dazu führt, dass sie auch den einen oder anderen Auftrag tatsächlich ablehnt, weil er eben nicht dem Umweltschutz gerecht wird. Das Unternehmen vereint Innovation und handwerkliche Tradition. Den Umweltschutz hat das Unternehmen immer fest im Blick. Der Preis Innovatives Handwerk 2020 in der Kategorie Technologie und Nachhaltigkeit, Umweltschutz geht an Dietz Kältetechnik Bremen. Wir bei Dietz Kältetechnik machen alles kalt. Angefangen von der Getränkekühlung, Lebensmittelkühlung, IT bis hin zu einer Technikkühlung in der Arktis. Wir bieten das Komplettpaket an. Also von der Beratung über die Besorgung, Umsetzung, Montage und nachher den Service. Klimaschutz ist sehr wichtig. Sie sehen im Hintergrund die Leidenschaft zu den Bergen und wir brauchen die Kühle und den Schnee im Winter. Und deswegen freuen wir uns über jeden, der unser Angebot annimmt, wenn wir eine Klimaanlage verbauen, dass wir auch gleichzeitig die Photovoltaikberatung mit anbieten. Wir haben es letztes Jahr geschafft, uns klimaneutral zu stellen und wir sind die Partnerschaft Umweltunternehmen in Bremen eingegangen. Und wir versuchen überall unseren Beitrag zur Umwelt zu leisten. Als ich 1985 in dem Job angefangen bin, war es sehr spannend. Heutzutage ist es eigentlich eher normal, obwohl
es, glaube ich, sehr positiv angesehen wird, wenn man als Frau sein Handwerk versteht und das auch zeigen kann. Ich bedanke mich dafür, dass wir vorgeschlagen worden sind für diesen Preis bei der Handwerkskammer und dem Gremium und natürlich bei der Sparkasse Bremen. Vielen Dank, wir freuen uns sehr. Unser nächster Preis wird in der Kategorie Betriebsgründung Nachfolge vergeben und geht an ein Stahlbauunternehmen mit einer langen Bremer Tradition. Und hier die Begründung der Jury. Der Betrieb stellt sich den heutigen und zukünftigen Anforderungen im Stahlbau mit viel Erfahrung und Know-how. Beide Söhne sind im Betrieb, seit 2017 als Geschäftsführer und Gesellschafter. Beide Generationen arbeiten sehr gut zusammen. Die natürliche und fließende Übertragung sichert auch nach 100 Jahren die weitere erfolgreiche Fortführung des Unternehmens. Der Preis Innovatives Handwerk 2020 in der Kategorie Betriebsgründung Nachfolge geht an Brokop Stahlbau GmbH Bremen. Herzlichen Glückwunsch! Wir sind hier bei Brokop Stahlbau. Wir sind ein mittelständisches Bremer Unternehmen im Bereich Stahl- und Metallbau tätig. Wir sind 38 Mitarbeiter. Wir arbeiten hier in der Region, führen überwiegend Aufträge für die Industrie, für große Bremer Industriebetriebe oder die öffentliche Hand aus. Im Bereich zum Beispiel der Bremer Brücken sind wir unterwegs. Wir befinden uns hier auf diesem Firmengrundstück seit den 60er Jahren. Vorher haben wir auch im Walle gesessen. 1920 wurde es in Walle von meinem Urgroßvater gegründet. Und mittlerweile bin ich die vierte Generation mit meinem Bruder zusammen. Wir hatten dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum und da war es auch nochmal zum Tragen gekommen, dass es eigentlich sehr selten ist in Gesamtdeutschland bezogen, dass es 100-jähriges Jubiläum mit vier Generationen gibt. Es macht einen stolz und man fühlt die Arbeit mit Stolz aus. Gesellschaftliche Verantwortung. So heißt die Kategorie, in der dieser leidenschaftliche Betrieb ausgezeichnet wird. Und hier die Begründung der Jury. Verantwortliches Handeln für Mensch, Natur und Umwelt stehen bei der Bäckerei der Inhaberin im Vordergrund. Die Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital des Unternehmens. Die jüngste ist 18, die älteste 73 Jahre alt. Und zwar zu 45% Männer und 55% Frauen. Die eingesetzten Rohstoffe sind frei von Zusatzstoffen und Geschmacksverstärkern. Der Preis Innovatives Handwerk 2020 in der Kategorie Gesellschaftliche Verantwortung geht an Backen mit Leidenschaft. Hallo, wir sind in der Backstube Bremen, Backstube Backen mit Leidenschaft GmbH. Wir sind ein reiner Biobetrieb, produzieren täglich 100% biologische Brot, Brötchen und Kuchen und liefern die an bis zu 200 Bioläden und Naturkostläden in Norddeutschland aus. In meinem Team arbeiten 70 Mitarbeiter aus 16 verschiedenen Nationen. Wir sind ein bunter Haufen, genauso bunt wie unser Sortiment. Wir bilden jedes Jahr aus zum Bäcker, zur Konditorin und bieten seit 2014 EQ-Praktikantenstellen an und sichern so unseren Nachwuchs jedes Jahr. Die Mischung macht's. So wie bei einem guten Brot gehören gute Zutaten dazu und genauso ist es bei den Mitarbeitern. Und umso vielfältiger, umso reichhaltiger ist das Endergebnis. Für uns ist das eine tolle Anerkennung unserer täglichen Arbeit und einfach eine Wertschätzung und motiviert, genau so weiterzumachen. Von Schauspielern, Politikern und Wissenschaftlern kennen wir es alle, die Auszeichnung für ein Lebenswerk. Bei Handwerkern gab es das bisher noch nicht. Es gibt so viele tolle handwerkliche Leistungen. Es ist Zeit, Lebenswerke auch im Handwerk zu würdigen. Ein Sonderpreis für ein Lebenswerk im Handwerk ist uns nicht schwer gefallen zu vergeben. Lutz Detrink, ein Gesicht dieser Stadt. Mit einer unbändigen Energie hat er sich seine Firma aufgebaut. Die Firma Friedrich Schmidt Bedachungs GmbH ist weit über die Grenzen Bremens ein Begriff. Neben der Obermeistertätigkeit hat sich Lutz Detrink immer wieder für den Nachwuchs und die Bildung eingesetzt. Ein großer Preisträger für ein wahrhaftes Lebenswerk. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin 1973 bei Firma Schmidt angefangen.
als Schülerpraktikant, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und habe dann 77 bis 79 bei Firma Schmidt gelernt und konnte dann die Firma 1995 übernehmen. Und habe das allergrößte Glück gehabt, dass unsere Tochter sich dann auch freiwillig entschieden hat, ab 2000 Dachdecker zu lernen und dann auch 2005 hier in die Firma eingestiegen ist und wir heute gleichberechtigt die Firma führen dürfen. Wir haben eine Karte aufgestellt, wo unsere Mitarbeiter herkommen. Wir sind auch stolz, dass wir Mitarbeiter haben, die eben aus Sibirien kommen oder aus Griechenland kommen oder aus Italien kommen. Wir machen einmal die Woche Deutschunterricht für Ausländer, freiwillig. Es kommen immer so circa 5 bis 6 Leute am Montag zu meiner Frau. Und was mir wichtig ist, dass unsere Mitarbeiter sich auch mit ihrem Betrieb identifizieren können. Davon leben wir alle, dass sie gerne hier arbeiten. Und dass sie sagen, hey, wir sind auch ein Vorbild für sie. Und das ist halt immer so die Aufgabe gewesen. Chefs müssen Vorbilder sein, sonst funktioniert es nicht. Ja, da habe ich mich ja gefreut und habe ein bisschen Angst gehabt. Und ich denke, fürs Lebenswerk kriegen immer nur die Toten. Aber ich freue mich natürlich über den Preis und mache mir Gedanken, dass das Preisgeld natürlich in unser Ausbildungszentrum fließen wird, um da weitere Werkzeuge anzuschaffen, wo alle was von haben. Das war sie also, die Preisverleihung im Wettbewerb Innovatives Handwerk 2020. Die Sparkasse Bremen und die Handwerkskammer Bremen hoffen, Sie dann nächstes Jahr hier im neuen Sparkassengebäude begrüßen zu dürfen. Und darauf freut sich ganz besonders Sparkassenvorstand Klaus Windhäuser. Das stimmt. Auch wir freuen uns, wieder persönlich mit Ihnen zusammenzukommen zum Mahl des Handwerks. Jetzt aber erstmal herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern. Tolle Ideen und eine ganz tolle Leistung. Und jetzt sage ich, auf ein persönliches Treffen im nächsten Jahr. Ich bin da optimistisch und dann haben wir Corona zurückgedrängt. Bleiben Sie mir gesund auf dem Weg dahin. Herzliche Grüße, Ihre Sparkasse Bremen, Ihr Klaus Windhäuser.